Der neue Trailer zu Deadpool 2 stellt uns endlich Josh Brolin in der Rolle des zeitreisenden Mutanten Cable vor. Doch damit ist es nicht getan. Ich stelle euch die 17 wichtigsten und witzigsten Easter Eggs des Trailers vor. Nummer 1. Diss gegen DC. Schon im ersten Deadpool hat Ryan Reynolds gegen DC und vor allem Green Lantern ausgeteilt. And please don't make the super suit green. Or animated. Dieses Mal zielt der Diss allerdings auf Superman ab, bei dem Henry Cavills Schnurrbart in Justice League mit miserablem CGI kaschiert werden musste. Nummer 2. Cables Teddybär. Okay, wir haben es kapiert. Cable ist ein gottverdammter Badass. Aber warum zur Hölle trägt er einen Teddybär mit sich rum? Es sieht ganz danach aus, als würde Hope Summers in Deadpool 2 eine Rolle spielen. Hope ist in den Comics eine Art Messias für Mutanten und wird in einer dystopischen Zukunft von Cable geschützt. Nummer 3. Toy Story. Wer diese Anspielung übersehen hat, muss unbedingt ein Stück Kindheit nachholen. In seinem selbstgebastelten Diorama stellt Deadpool seine erste Begegnung mit Cable nach. Auf den Sohlen seiner Figuren ist ein aufgekritzeltes Wade zu erkennen. Natürlich mit umgedrehten E. Reach for the sky. Reach for the sky! Nummer 4. Josh Brolin verkörpert nicht nur Cable. In Avengers Infinity War gibt der Captain America und Co. als Obermotz Thanos aufs Maul. Mit zwei Zitaten spielt der Trailer darauf an. Fuck it. I'll do it myself. Hat Thanos zumindest fast genauso in Age of Ultron wiedergegeben. Fine. I'll do it myself. Während I've got the stones to help you. I got the stones to help you. No! No biting. Auf die 5 Infinity Steine des MCUs anspielt. Nummer 5. Happy Little Accidents mit Bob Ross. Deadpool ist ein Künstler. Die Frage ist nur, auf welchem Gebiet? Seine Fähigkeiten als Maler hat er schon im ersten Teaser unter Beweis gestellt. Sein Kunstwerk ist im Hintergrund des neuen Trailers zu sehen. Nummer 6. Panzertape-Anzug. Dank seiner Selbstheilung machen Verletzungen Deadpool eigentlich gar keine Probleme. Was aber definitiv darunter leidet, ist sein Anzug. Aber mit der Hilfe von ein bisschen Panzertape fällt das eigentlich gar nicht weiter auf, zumindest mir. Nummer 7. DMC. Dieser Schriftzug ist omnipräsent im neuen Trailer. Dabei könnte es sich um das sogenannte Department of Mutant Control handeln, mit dem Deadpool und Cable Stress haben. Dafür würde sprechen, dass die Häftlinge der DMC Metallbänder um den Hals tragen. Lasst mich raten, damit werden ihre Fähigkeiten unterdrückt? Nummer 8. Glücksspiel mit Domino. Cable ist nicht der einzige neue Mutant, der zu Deadpool 2 hinzustößt. Sassy Beats übernimmt die Rolle von Nina Thurman, aka Domino. Ihre Superkraft, sie hat unverschämt viel Glück. Das heißt, dass sie beispielsweise nie von Kugeln getroffen wird oder eigentlich unmögliche Treffer landet. Und ein bisschen Glück kann Deadpool definitiv nicht schaden. Nummer 9. So klein und schon ein Superheld? Nicht alle Marvel-Fans haben sich über das Casting von Cable gefreut. In den Comics ist der nämlich ein 2-Meter-Schrank. Was jetzt auf Josh Brolin nicht unbedingt zutrifft. Auf dieses Rumgemieze geht der Trailer ebenfalls ein, in dem Spielzeug Deadpool Spielzeug Cable auf seine Größe anspricht und er ziemlich empfindlich darauf reagiert. You know, you're a lot taller in the- Shut up, you little asshole. Take this. Oh! Regeneration powers, activate! Nummer 10. Die Bratpfanne. Spätestens mit PUBG hat die Bratpfanne zu neuem Ruf gefunden. Oh, I killed him! Mit dieser tödlichen Waffe haben sich bereits Samwise Gamgee in Der Herr der Ringe oder Rapunzel in Neu verföhnt zur Wehr gesetzt. Deadpool pariert damit einfach einen Schrotflintenschuss. Nummer 11. Zurück im Taxi. Im ersten Teil hat Deadpool seine Beziehungsratschläge mit dem Taxifahrer Dopinder geteilt, was die entsprechenden Ergebnisse nach sich gezogen hat. Offensichtlich ist Dopinder nicht im Knast gelandet und kutschiert Mr. Pool schon wieder durch die Gegend. Er sollte sich definitiv einen neuen Job suchen. Nummer 12. Vanessa. Deadpool hat einen Großteil des ersten Teils damit verbracht, die Liebe seines Lebens zurückzuerobern. Vanessa ist ebenfalls im Sequel zurück. Es wird spannend, ob sich Vanessa endlich ihr Superhelden-Alter Ego Copycat zulegt. Nummer 13. Die Goonies. Noch eine Hommage an unsere Kindheit. Deadpool trägt ein Hawaii-Hemd, das bereits in dem 80er-Klassiker Die Goonies zu sehen war.
In dem Film des Superman-Regisseurs Richard Donner hat Josh Brolin übrigens einen Schlägertypen mit dem Namen Brand gespielt. Nummer 14. Team Up mit Terry Crews. Der Brooklyn Nine-Nine-Darsteller lässt sich mit einer Gruppe von Söldnern an der Seite von Deadpool blicken. Es stellt sich nur die Frage, wen Crews verkörpert. Am naheliegendsten wäre George Washington G.W. Bridge, ein Mitglied der Söldnergruppe Sixpack. Bei denen waren bereits Deadpool, Domino und Cable Mitglieder in den Comics. Nummer 15. Purity, Humanity, Infinity. Schon der erste Teaser hat die mögliche Präsenz eines Weltuntergangskults angedeutet, dessen Slogans wie Clean Blood, Pure Hearts oder Purity, Humanity, Infinity lassen darauf schließen, dass der Kult ein Problem mit Mutanten hat. Kein Wunder, dass sich Domino mit ihnen anlegt. Nummer 16. Negasonic Teenage What the Shit. Das X-Men-Mitglied mit dem coolsten Namen der Comic-Geschichte ist natürlich in Teil 2 auch wieder mit dabei. Negasonic Teenage Warhead. In Teil 2 mit neuer Frisur, neuem Outfit und möglicherweise weiterentwickelten Kräften. Nummer 17. Arschbacken aus Stahl. Nein, Colossus habt ihr im normalen Trailer zu Deadpool 2 tatsächlich nicht übersehen. Marvels Mann aus Stahl lässt sich nur in der internationalen Version blicken. Und in dem besucht Wade die X-Menschen und geht mit Colossus auf Tuchfüllung. Ob er und Negasonic Teenage Warhead wieder allein daheim sind? Vielleicht gibt es ja in Deadpool 2 endlich mehr Budget für mehr X-Men. Let us go talk to the professor. McAvoy or Stewart, these timelines are so confusing. Welche Easter Eggs habe ich vergessen? Welche sind euch aufgefallen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Deadpool 2 startet am 17. Mai 2018 in den deutschen Kinos. Deine Zeit ist abgelaufen, du Wichser. Tja. Was Besseres fällt dir nicht ein?